In diesem Video versuche ich Zelda TOTK als Sora durchzuspielen. Das bedeutet, dass ich nur Sora-Waffen benutzen darf und die Sora-Rüstung tragen muss. Außerdem habe ich zusätzlich beschlossen, dass ich nur Fische essen darf. Ist das eigentlich Kannibalismus? Weil Soras sind ja irgendwie auch Fische und egal. Und damit viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, wir besorgen uns als allererstes natürlich Sora-Waffen und natürlich auch die Sora-Rüstung, denn sonst können wir hier wirklich nichts gegen irgendwelche Gegner ausrichten. Dann würde ich sagen, springen wir doch mal direkt hier runter. So, wir schauen uns mal hier bei dem Sumpf ein bisschen um, denn wir dürfen nur Fische essen. Und da sind wir auch schon beim Sumpf angekommen. Leider kann ich hier keine Fische entdecken. Dann müssen wir doch woanders weitersuchen. Aber ich würde mal sagen, wenn sich uns hier diese Pferde schon mal anbieten, dann sollten wir uns auf jeden Fall mal einen schnappen. Die Frage ist natürlich, wie? Komme ich da jetzt irgendwie hin? Vielleicht, wenn ich hier raufklettere und dann abspringe. Aber ich habe auch nicht so viel Stamina. Springen wir ab. Oh, das könnte sogar was werden. Yes, 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 yes. Komm, 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 komm. Oh, perfekt. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir Wasserfrüchte. Die dürfen wir auf jeden Fall benutzen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie einen Fisch auftreiben kann. Das wäre ziemlich nice. Aber ich sehe hier gerade gar keine Fische. Doch, da unten ist einer. Ich habe eine Idee. Wenn wir mit dem Pferd da ein bisschen rangehen, können wir vielleicht genau auf die Fische rauf. Und zwar genau so. Und da haben wir eine Zitterforelle. Unser erster Fisch. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Ausdauerforelle. Ah, nee, ein Ausdauerbarsch war das. Oh, zwei Stück direkt. Sehr nice, sehr nice. Okay, wir haben hier ein kleines Problem. Und das nennt sich diese Exalfosse hier. Wisst ihr was? Springen wir einfach mal auf die andere Seite. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Okay, ich schleiche mich einfach mal an den ganzen Gegnern hier vorbei. Okay, so viel zum Thema Schleichen. Das hat ja wunderbar geklappt. Aua! Kann ich hier bitte einfach ungestört zum Sora-Dorf laufen? Das wäre sehr cool. Oh mein Gott, hier sind Miasma-Hände. What the hell? Das wusste ich nicht. Ganz schnell weg hier. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wie kommen wir jetzt hier weg? Wir fliegen einfach los. Ich glaube, die können hier nicht den Berg rauf, oder? Können die den Berg rauf? Die können den Berg rauf! Okay, ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Okay, hier gibt es ein Schreinrätsel. Könnte ich theoretisch machen. Okay, so. Dann bringen wir mal den Kristall hier. Alright, dann betreten wir ihn mal. Und wir haben hier natürlich nur einen Segensschrein. Das war klar, aber egal. So, und von hier aus kann ich doch bestimmt einen Deckensprung machen. Was wahrscheinlich auch sehr praktisch sein wird, weil wir mit dem an die Spitze des Berges kommen sollten. Hoffe ich zumindest. Okay, sieht sehr gut aus. Turm im Sorana Hochland. So, und bitteschön. Ich hoffe, du gibst mir jetzt eine Sora-Waffe. Das wäre sehr cool. Und ich bekomme tatsächlich eine Sora-Lanze. Sehr, sehr nice. Meine allererste Waffe in dieser Challenge. So, dann betreten wir jetzt hier noch den Turm. So, und das wird das Gebiet sein, in dem wir uns hauptsächlich in der Challenge hier fortbewegen werden. Und wir haben hier direkt mal ein paar Himmelsinseln. Ich denke mal, die nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Dann fliegen wir auch direkt mal rein, ne? Gut, dann betreten wir mal hier den Schrein. Wir sind aber schon direkt beim Sora-Dorf. Sehr, sehr nice. Dorf der Soras. Ich würde mal sagen, wir machen auch direkt diesen Schrein hier, damit wir uns hier schon mal teleportieren können. Und damit hätten wir auch schon das dritte Segenslicht. Einen weiteren Schrein sollten wir auf jeden Fall noch machen. So, dann klettern wir hier mal rauf. Und wir können auch direkt mal mit Yona sprechen. Okay, ich brauche einen uralten Aruvana, um die Sora-Rüstung zu bekommen. Na toll, was so viel bedeutet, wie wir müssen auf irgendeiner Himmelsinsel nach diesen Fischen suchen. Okay, ich springe mal runter. Können wir auf jeden Fall direkt mal diesen Croc mitnehmen. Und hier gibt es Fische. Sehr nice. Okay, der ist aber ganz schön gewieft. Das gibt's doch nicht. Oh, okay, der wollte nicht abhauen. Sehr nice. Jetzt haben wir ein bisschen Proviant. Das heißt, wir können jetzt einmal wieder zurück zum Sora-Dorf. So, hier, bitteschön. Und da haben wir es, unser erstes Rüstungsteil. So, der Wasserfall ist hier vor uns. Dann suchen wir mal weiterhin Sidon. Und dort hinten wartet er auch schon auf uns. Gut, dann dürfen wir jetzt einmal dorthin gehen, um mit dem alten Fisch zu sprechen. Und hier haben wir auch noch einen Schrein. Oh, das ist sehr gut. Denn dann können wir auf jeden Fall unser viertes Segenslicht abholen. So, der Totosee befindet sich direkt vor unserer Nase. So, dann helfen wir dem alten Mann mal mit seiner Steintafel. Gut, dass ich so viele Wasserfrüchte habe. So, geht. Jetzt dürfen wir die nur einmal richtig platzieren. Und zwar genau so. So, jetzt dürfen wir einmal König Dorifan aufsuchen. Hier, hinter diesem Wasserfall sollte sich König Dorifan befinden. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal hier runterfliegen. Kristallwasserpalast. So, König Dorifan, dann komm mal her. Wobei, ich habe es mir anders überlegt. Ich komme zu dir. Du siehst nämlich ganz schön übel aus. Und wir bekommen 5 Königsschuppen. Und jetzt wird es erst interessant, denn wir müssen schauen, wie wir darauf kommen. Also mit Gleitern sollte das kein Problem sein. Okay, es sieht gut aus, Leute. Ich glaube, wir haben das Rätsels Lösung. Aber wir haben gar keinen Bogen. Können wir vielleicht auch werfen? Wir sind jetzt auf jeden Fall hier oben angekommen. Aber ob das jetzt so schlau war, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall die Träne. Lass das bitte funktionieren. Jit!
Das kann nicht sein. Leute, wir brauchen einen Bogen. Und zwar einen Sora-Bogen. Also, ich habe jetzt rausgefunden, dass Raubschleime Sora-Waffen droppen können. Zumindest die in dieser Region. Ich habe nur keine Ahnung, wo sich hier Raubschleime befinden. Meistens befinden sie sich ja in Höhlen, aber ich habe auch keine Ahnung, wo sich hier Höhlen befinden. Bis auf eine hier im Untergrund des Sora-Dorfes. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich da irgendwie hinkomme. Hier soll es irgendwo eine Cave geben. Hier ist tatsächlich eine Höhle. What the hell? Wie krass versteckt ist die bitte? Höhle am Dorf der Soras. Alright, ich schaue mal noch hinter dem Wasserfall nach. Hier befindet sich auch was, eine Truhe. Oh, bitte lass da einfach ein Bogen drin sein. Das wäre halt so nice. Routerhelm. Das ist nicht das, was ich suchen wollte, aber actually, ich denke, das können wir auch benutzen. Hier unten soll es auf jeden Fall so eine besagte Höhle geben. Oh, hier haben wir einen Rumi. Mal gucken. Führt er uns direkt dorthin? Rumi, wo führst du uns hin? Okay, der Rumi führt uns zurück. Oh. Oh, da haben wir direkt einen Raubschleim. Perfekt. Komm, stirb. Dreh dich doch nicht weg. Bitte, gib mir jetzt was Vernünftiges. Und... Sora-Bogen, let's go! So, und wir landen hier wieder bei dieser Fischinsel. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Denn ich habe nur noch eine Königsschuppe. Und es hat funktioniert. Sehr nice. So, dann dürfen wir wieder einmal mit Sidon sprechen. Und ich denke, dann sollten wir mit dieser Questreihe auch fertig sein. Was uns dann die Möglichkeit gibt, die anderen Sora-Rüstungsteile zu bekommen. Die würde ich nämlich auf jeden Fall noch besorgen, bevor wir uns in Richtung des Tempels aufmachen. So, und ab sofort können wir Sidons Fähigkeit benutzen. So, ich weiß nicht, wie viel der Kollege aushält. Oh, der hält ein bisschen was aus. Oh, 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 oh. Komm, Sidon. So, aufladen. Der hält echt viel aus. Oh, wir nehmen den so auseinander. Oh, oh, okay. Das war's mit der Durability. Jetzt brauche ich den Bogen. Okay, es hat gerade so gereicht. Dann statten wir Sidon mal da unten einen kleinen Besuch ab. Beim östlichen Stausee. So, und ab in den Strudel. Ich muss sagen, ich finde diesen Untergrund hier auch so ästhetisch. Oh, und da haben wir ein Sora-Schwert. Sehr nice. Endlich mal eine Sora-Waffe wieder. Und ich sehe gerade, wir müssen das hier irgendwie zerstören. Ich weiß noch nicht wie. Wir können hier einmal mein Sora-Schwert ran tun. Dann sollte das hier auch kein Problem mehr sein, oder? Yes. So, dann einmal hier rauf. Bitte noch eine. Sora-Schild. Sehr, sehr nice. Also, das kommt da einmal hin. Yes! Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es hier so gab. Ah, noch ein Raubschleim. Das ist eigentlich sogar gut. So. Der sollte aber easy drauf gehen. Sehr schön. Komm. Eisraubschleimstein. Oh, 12 Damage. Aber gut, verlassen wir diesen Ort. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal diesen Wasserfall hoch. Insel der sprudelnden Wasser. Und okay, hier drüben sind auf jeden Fall sehr viele Konstrukte. Freundchen. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay, die halten echt viel aus. Wir haben immer noch den Stärkebonus. Dann sollten wir die doch eigentlich tot bekommen. Okay, her damit. Gamma-Krieger-Konstruktoren. Das macht auch sehr guten Schaden. Hier unten gab es, glaube ich, auch noch was, oder? Ah, den Kollegen gibt's hier. Wir müssen uns auf jeden Fall hier wieder erstmal nass machen. Sonst wird das nämlich gar nichts mit dem Damage. Wobei, okay, wir machen genug Schaden. Wir machen mehr als genug Schaden. Gamma-Elite-Konstruktoren. 25 Schaden. Okay, dann gehen wir einmal wieder zurück. Wir müssen jetzt hier nach oben. Hier drüben haben wir auf jeden Fall aber noch einen Schrein. So, wir sind, glaube ich, schon fast ganz oben, wie ich sehe. Einmal gegenschießen. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Komm, bitte halt dich irgendwo fest, Link. Okay. Es hat nicht funktioniert, aber irgendwie hat es auch trotzdem funktioniert. Und da wartet auch schon Sidon auf uns. Jetzt geht es zum Wassertempel, Leute. Geronimo! Auf geht's! Da sind wir beim Wassertempel. Rauf, 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 rauf. Die ganzen Gegner können wir eigentlich komplett ignorieren. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, beeil dich, Link. Dann dürfen wir jetzt hier einmal das ganze Wasser rauslassen und brauchen dafür so einen Schwebestein. So, Moment mal, wo genau ist die Kugel? Die ist da unten irgendwo. Oh, die habe ich vergessen. Gut, dann müssen wir die hier leider doch erledigen. Du da, du willst mich abschießen? Kannst du vergessen. Komm, schnell, 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 schnell. Nimm ihn mit, Kollege. Und dann geht's wieder nach oben. Wo genau ist jetzt die Kugel hin? Ach, da unter dem Wasserfall. Versteckst du dich etwa vor mir oder was? Du kommst jetzt schön hier rein. So, da ist das erste Wasserrad. So, dann gehen wir direkt zum nächsten Speier. Und der befindet sich hier unten. Einmal hier durchrennen. Perfekt. So, jetzt dürfen wir einmal die Kugel rüber transportieren. So, du kommst einmal her. So. Und ich hoffe, die Range von meiner Ultrahand reicht jetzt aus, um die Kugel da rüber zu befördern. Aber es klappt perfekt. Jetzt müssen wir einmal die Kugel hier an diesen Schwebestein rantun. Und diesen Schwebestein einmal hier ran befestigen. Auch ein sehr, sehr cooles Rätsel, muss ich sagen. Viele finden den Wassertempel ja nicht so cool, aber ich muss sagen, die Rätsel des Wassertempels finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt dürfen wir wieder nach oben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich darauf? Ah, ich habe eine Idee. Wir nehmen hier so eine Wasserfrucht.
Zack. Dann müssen wir jetzt einmal hier diesen Wasserfall hochschwimmen. So, jetzt muss die Kugel auch hierher kommen, um den Strom zu leiten. Und dann war es das auch schon. Und dann wird der Spaß einmal aktiviert. So, jetzt müssen wir nur noch einen Speier aktivieren. Und hier kommt wohl mit das coolste Rätsel in meinen Augen. Die Bullet-Time-Mechanik wurde sonst nie so sinnvoll verwendet wie hier. Zack. So, komm. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, Octocos. Der hält ja gar nichts aus. Das war's mit ihm. Half-Life. Den spüren wir sowas von weg. Hier. Weg mit dir. So, Freundchen. Komm her. Der Schaden ist insane. Weg mit dir. Und das Beste dran ist natürlich, wir bekommen einen Herzcontainer. Und damit hätten wir das Dorf der Soras gerettet. Und eine sehr wichtige Fähigkeit, der Schwur von Sidon, Weiser des Wassers. Denn mit ihm können wir uns regelmäßig den Wasserbuff geben. So, jetzt gehe ich noch eben zur Hylia-Statue für meinen Ausdauercontainer. Und dann müssen wir noch die Sora-Rüstung besorgen. So, und jetzt dürfen wir nochmal mit Jona sprechen. Opfer für die Freundschaft. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal zurück zum Heiligtum. Denn dort soll sich irgendwo der Beinschutz befinden. Oh, und Sidon hat ja jetzt ebenfalls die Ruta-Maske auf. Beziehungsweise die Waisenmaske. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Waruta-Maske trage, oder? Tatsache, wie cool ist das denn? So, und da sind wir wieder. Im Sora-Heiligtum. Und das ganze Wasser ist jetzt hier auch weg. Oh, Moment. Man kann jetzt hier runter. Hier wird es bestimmt versteckt. Sein, oder? Was sehe ich denn da? Eine Truhe. Hier befindet sich der Sora-Beinschutz. Wen haben wir denn da? Auf dich haben wir, glaube ich, keine Lust, oder? Wobei, vielleicht machen wir genug Schaden. Okay, der Schaden ist immens. Komm, mach mal den Gönjamin. Was droppt er mir? Ein Feuerstein. Okay, immerhin. Und das Ding hier könnte ich eventuell an meine Waffe rantun. 58 Schaden? Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Dann suchen wir jetzt noch den Sora-Helm. So, hier im Thronsaal soll es wohl zwei Soras geben, die sich über den Helm unterhalten. Wahrscheinlich die beiden, oder? Die endlose Standpauke. Das kann doch hier nur wieder diese Insel gemeint sein. Was so viel bedeutet wie, wir dürfen da einmal von hier oben runterfliegen. Mal gucken, wo dort jetzt der Sora-Helm sein soll. Der war davor zumindest noch nicht da. Hier gab es doch irgendwo einen Eingang, oder? Moment mal, was haben wir denn da? Da ist ein Eingang. Das ist zwar nicht das, was ich meinte, aber okay, ich denke mal, da unten werden wir schon richtig liegen, oder? Oh, man kommt hier rein. Und hier haben wir eine Truhe. Hm, was da wohl drin sein wird, Leute? Der Sora-Helm! Wir haben jetzt unser Set voll und wir sind nun offiziell ein Sora. Besorgen wir uns jetzt mal die Lichtschuppenlanze. Ich glaube, da müssen wir mit ihm hier wieder reden. Dann brauchen wir erstmal 3 Diamanten und das wird schon schwer genug sein. So, wir dürfen jetzt einmal in Richtung meines Lieblings-Schwertschnapper-Farmspots gehen, und zwar die Huronbucht. Dort soll es nämlich einen Schrein geben, in dem sich ein Diamant befindet. Außerdem finden wir eventuell sogar Schwertschnapper. Denn wenn wir jetzt noch einen Damage-Buff bekommen würden, dann wäre halt GG. Also hier muss irgendwo ein Schrein versteckt sein. Vielleicht in so einer Höhle. Hier hinten ist ein Rumi. Okay, hier geht's in der Tat runter. Höhle am Kaptam. Da hinten sehe ich doch schon einen Schrein. Oh, hier ist ein kleiner Sora. Der arme. Yumizuk-Schrein. Okay, tut mir leid, Sora. Wir müssen jetzt erstmal in den Schrein rein. Tut mir wirklich, wirklich leid. Und hier haben wir natürlich einen Segenschrein, was die ganze Sache natürlich für uns umso einfacher macht. Und hier ist tatsächlich ein Diamant drin. Perfekt. Das heißt, uns fehlen noch 2 weitere. So, der nächste Schrein soll sich hier irgendwo in dieser Nähe aufhalten. Deswegen suchen wir den ebenfalls mal. Und noch ein Segenschrein. Das war klar, aber solange da jetzt auch wirklich ein Diamant drin ist, ist alles gut. Und da ist tatsächlich einer drin. Das heißt, uns fehlt noch ein weiterer Diamant. So, und den letzten Diamanten finden wir hier in diesem Schrein, den wir sogar schon einmal aktiviert hatten, aber noch nicht betreten haben. Deswegen let's go. Und das ist tatsächlich auch nur ein Segenschrein. Okay, das war ja total easy. Und hier haben wir unseren dritten Diamanten. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch, ich glaube, 4 Feuersteine. Nee, 3 brauchen wir sogar nur. Oh, das kriegen wir doch hin. Feuerstein, please. Steinsalz und ein Feuerstein. Perfekt. 2 brauchen wir noch. Hier gibt es noch mehr Erz. Noch ein Feuerstein. 1 brauchen wir noch. Komm, ein Feuerstein. Ein Feuerstein. Please! Ich krieg alles, aber kein Feuerstein. Das kann doch nicht sein jetzt. Okay, dann würde ich sagen, raus aus der Höhle. Hier ist noch Erz. Komm bitte!
Ja, Feuerstein, let's go. Gut, dass ich nachgeschaut habe. So, dann lassen wir uns hier mal was anfertigen. Ich präsentiere die Lichtschuppenlanze. Und wir haben die Lichtschuppenlanze mit 22 Damage. Die Pracht der Soras. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Jetzt haben wir eine richtig, richtig starke Waffe. Gut, Leute, ich würde sagen, wir besorgen uns jetzt noch mehr Schwertkarpfen, damit wir auch gut Schaden rausballern. Und ich denke, dass ich bereit bin, gegen Ganondorf anzukommen. Auf geht's, Leute. In den Untergrund von Schloss Hyrule. Auf geht's, Leute! Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, Leute. Ich droppe am besten schon mal eine Donnerblume für den Extrasprung. Jetzt bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Die Teile sind super gefährlich. Nein, als ob ich dagegen gecrashed bin. Ja, komm, rauf, 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 rauf. Da hinten kommt der Leune, den sollte ich eigentlich machen. Komm, rauf da, rauf da. Wie viel Schaden machen wir dem Kollegen? Na, ist nicht so viel Schaden. Ich muss doch natürlich auch nass sein. Rosidon, sehr schön. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Headshot, yes. Komm, rauf, rauf, rauf. Okay, noch ein Headshot. Komm, Sidon, gib mir dein Schild. Gib ihm jetzt. Yo, okay, 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 never mind. Der Damage war insane. Ja, mit deinen Hufen und deinen Pfeilen vor allem. Aber vor allem die Hörner und die Säbel. Ah, perfekt. Den Spaß werde ich auf jeden Fall hier erstmal rantun. Das wird ja meine stärkste Waffe. 132 Schaden. Macht meine Lichtschuppenlanze. Das ist doch insane. Leute, ich versuche einfach durchzurennen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, ein halbes Herz Schaden kann ich verkraften. What? Was? Okay, schnell hier weg, schnell hier weg. Oh mein Gott, ich muss das alles jetzt hier mit 3 Herzen schaffen. Aber wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft und sind endlich da. Ihr blöden Gyptus, nervt doch nicht. Blöder Bockblend. Du nervst mich am meisten. Oh mein Gott, das war so knapp. Spin to win. Mach doch weiter, Link. Woo! Das war so knapp, glaube ich. Komm, komm, komm. Gleich geschafft, gleich geschafft. Jetzt noch hier vorbei. Das sind jetzt unsere aktuellen Waffen. Ich habe keine Ahnung, ob das ausreichen wird. Auf geht's. Let's go! Yo! Ich glaube, wir brauchen da auf jeden Fall einen Topaz. Komm, stirb doch mal. Wie viel hält der aus? Erste Welle geschafft. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Stirb! Du lebst ja immer noch. Und Yit! Sehr schön, das war's mit ihm. Jetzt kommen noch die Gyptos, die werden auch eklig. Da werde ich jetzt Opale verwenden. Okay, die müssen jetzt alle dran glauben. Okay, Wasserfrucht. Hier, meine beiden Freundchen. So, und zack. Yo, okay. Ich habe zwar nicht getroffen, aber es sah krass aus. Und jetzt kommen nochmal die Moblins, aber die sollten auch kein Problem werden. Yes, sehr schön, sehr schön. Einer lebt noch. Komm, stirb. Yes! Und da haben wir Frostgera. Das wird richtig Spaß machen, Leute. Passt auf. Erster Hit. What? Was macht er denn? Okay, er verschmilzt hier einfach mit dieser Miasma-Ader. Alles klar. Halbzeit. Oh, ich darf nicht sterben. Okay, er will wieder nicht angreifen. Ich verstehe schon. Dann machen wir das so. Number one. Ich werde rumgeschleudert. Okay, ich stecke irgendwie in Frostgera fest. So habe ich mir das Ganze hier nicht vorgestellt. So habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Yes, das war ein Hit. No way, habe ich es irgendwie da rausgeschafft. Yes. Yes, endlich. Und es geht weiter mit Boido Goma. Dem werden wir jetzt so viel Damage machen. Oder auch nicht. Doch, das reicht easy. Das reicht für Half-Life, komm. Yes. Auch wenn das ziemlich, ziemlich knapp war. Los, Boido Goma, stirb. Rauf da, Link. Jetzt nochmal ein Spin to win. Dann sollte es mit ihm schon gewesen sein. Komm, einmal noch. Yes! Oh, jetzt kommt die Gypto-Königin. Die habe ich schon wieder komplett verdrängt. Also vor ihr muss ich mich wirklich krass in Acht nehmen. Okay, der Schaden ist aber nicht schlecht. Der Schaden ist nicht schlecht. Yes, komm, rauf, 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 rauf. Half-Life, Half-Life. Jetzt beginnt der wahre Pain. Oh mein Gott. Ich habe schnell gemerkt, dass ich große Probleme bei den Kämpfen gehabt habe. Deshalb bin ich nach Koronia gereist und habe meinen Sora-Bogen gedupt. Außerdem habe ich mir noch 3 Feen besorgt und mir einen Ausdauercontainer gegönnt. Denn ich habe vergessen, meine Segenslichter auszugeben. Ach, jetzt muss ich mich bei der zweiten Phase nur noch beeilen. Ich habe nämlich nichts, um die Nester zu zerstören. Okay, draufhauen. Yes! Okay, die haben wir auch besiegt. Der Boss könnte jetzt ziemlich schwierig werden. Noch ein Hit, noch ein Hit. Okay, eine Fee verloren. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.
Yes, yes, yes. Heilung. Immer noch nicht Hälfte, immer noch nicht Hälfte. So. Oh, oh, wir haben nur noch zwei Feen, Leute. Yes, guter Hit, guter Hit. So, wir müssen ihn dann locken. Okay, nice, nice, nice. Yes. Yes, du stirbst jetzt. Yes. So, und nun geht's ans Eingemachte, Leute. Okay, wir greifen die an. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Yo, okay, die können ja gar nichts. Phantom-Ganon kann ja nichts. Die können ja überhaupt nichts. Okay, Ganondorf kann einpacken. Okay, das war so knapp. So, noch einer, der weg ist. Einer fehlt noch. Moment mal, kann ich deren Waffen nicht benutzen? Das Schwert macht 41 Schaden. Wenn ich das irgendwo ran tue, wäre halt richtig GG. Hier könnte ich das zum Beispiel dran tun. Ach du Heiliger, ich mache fast 100 Schaden damit. Let's go! Mal gucken. Ja doch, der Schaden ist nicht schlecht. Jit! Wir müssen ihm nur rechtzeitig einen Headshot geben. Am besten nehmen wir unseren Gleiterschild. Okay, gut gedodged. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, ich hitte fast alle drei. Ich hitte alle drei. Die Miasma-Waffe ist aber schon zerbrochen. Okay, dann mache ich halt so eine Keule dran. Gar kein Thema. Oh, oh. Oh mein Gott, wie habe ich das gedodged? 116 Schaden. Gebt euch das. Sora-Waffen sind einfach so OP. Was soll ich sagen, Mann? Ja, oh mein Gott, wir machen die alle so fertig. So, fehlt nur noch der Kollege dort hinten. So, dann hole ich mir sein Schild. Ha, daneben. Bam. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Gegner. Und zwar Ganondorf selbst. Du hast keine Chance gegen unsere Sora-Waffen. Und schon gar nicht mit diesem Angriffsbuff. Komm her. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Yo, gebt euch den Damage. Aber das war es leider schon mit dem Prügel. Aber wir haben immer noch starke Waffen. Alles easy. Oh, oh, er dodged. Er dodged ziemlich gut. Aber ich auch. Oh nein, und meine nächste Waffe, die kaputt geht, das ist überhaupt nicht gut. Warum habe ich nur noch ein Herz? Was ist gerade passiert? Komm, stirb. Oh, oh, wir haben noch eine Fee. Das ist nicht gut. Mach ihn fertig. Yes. Oh, wir haben noch eine Fee. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Okay, wir nehmen unsere stärkste Waffe gegen den Kollegen. Yo, der Damage, Leute. Der hatte gar keine Chance. Alle auf einmal? Lachhaft. Das ist lachhaft. Gebt euch den Schaden. Wir haben ihn jetzt schon Half-Life gemacht. 1-1er, gar kein Problem. Damit machst du es mir nur noch einfacher. Ich mit meiner Waffe, du mit deiner Waffe. Oh, daneben, Freundchen. Wir müssen locker nur zweimal dodgen, so viel Schaden, wie wir machen. Der hat ja gar keine Chance. Hier, Ganondorf, das war's mit dir. Das war's mit dir. Soras sind einfach zu stark für dich. GG. Oh mein Gott, wie stark sind bitte die Sora-Waffen? Das ist ja insane.